Kennt ihr diese etwas weiter entfernten Orte, wo man immer wieder hinfährt, weil man dort etwas bekommt, was man vor der eigenen Haustür nicht hat? Ein gutes Restaurant, ein Freizeitpark, irgendwas Schönes. Solche Orte kenne ich nicht, aber ich kenne einen anderen Raum. Herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom. Wir beide heißen nicht nur Jörn und Björn, sondern auch euch herzlich auf Fabians Kanal willkommen. Und wir sprechen heute über etwas, was wir vollbracht haben. Etwas, was sehr viel Anstrengung gekostet hat. Dessen und Zeuge ich werden durfte. Wahrscheinlich die verrückteste Aktion, die ich in meiner Laufbahn als Gamer je gemacht habe, weil ich noch niemanden gesehen habe, der es zuvor getan hat. Wir haben Super Mario Bros. Split Joy-Con durchgespielt. Das heißt, der eine rennt, der andere springt. Wer mich oder vor allem unsere Podcasts sonst kennt, der weiß, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von der Super Mario Bros. Reihe bin. Und gerade der erste Teil ist eins der ersten Spiele, die ich überhaupt wirklich gespielt habe. Ich habe das damals kennengelernt bei meinen Cousins. Die haben ein NES bekommen mit, ich hol's mal hervor, diesen wunderbaren Modul, das mein Leben verändert hat. Und zwar ist das... Mit Duck Hunt? Nein. Beginnen wir am besten ganz am Anfang, und Anfang ist ein gutes Stichwort, denn Super Mario Bros. Ist das allererste Videospiel, welches ich jemals gespielt habe. Lustigerweise sogar in diesem Wohnzimmer hier. Als ich es das erste Mal gesehen habe, kam es mir vor wie ein Trickfilm. Ein Trickfilm, den man selbst spielen kann. Sowas kannte ich bis dato noch gar nicht, dass das ein Spiel selbst mitscrollt. Das habe ich so vorher noch nie erlebt. Und da wurde eine ganz, ganz große Liebe geboren zu diesem AAA-Genre der späten 80er und Anfang der 90er. Es war halt damals als Kind eine komplett neue Welt für mich, und das halt auch zu Recht. Ich meine, Videospiele sind ein einzigartiges Medium. Kein anderes Medium kann man mit Videospielen vergleichen, und es war mein Einstieg. Und von daher verbinde ich mit Super Mario Bros. Ganz viel Nostalgie und einfach Herzblut. Ich glaube, ich habe kein Spiel öfter durchgespielt und ich spiele es bis zum heutigen Tage immer wieder gerne. Als im letzten Jahr, im September 2018, Nintendo ihren Online-Dienst herausgebracht haben, gab es gleichzeitig dazu eine Veröffentlichung, nämlich eine NES-App. Und auf dieser NES-App habe ich dann sofort als allererstes auch Super Mario Bros. Gespielt. Ja, als SMB dann quasi im Nintendo Switch Online Abonnement schon drin war, habe ich es dann natürlich auch nochmal gespielt. Ich meine, mit den Joy-Cons war so ein bisschen unkonventionell, aber es ging. Wie wäre das denn, wenn man Super Mario Bros. Mal so spielt, dass einer nur eine Steuereinheit hält und der andere die andere, und dann einer rennt und einer springt? Es ist schon schlimm genug, solche grotesken Gedankengänge überhaupt in die Realität umzumünzen, aber mich auch noch mit reinzuziehen, ist der Gipfel der Dreistigkeit. Da musst du ja erstmal drauf kommen. Und ich habe dann, nachdem ich diesen Gedankengang hatte, das vielleicht mal so zu spielen, das auch Jörn vorgeschlagen, der davon nicht so begeistert war. Ich bin gelaufen, aber irgendwie bin ich dann doch plötzlich hier wieder angekommen. Und dass es vorher schon einen Menschen gab, dem er das antun wollte. Björn, geht's noch? Ich habe damals schon zu Fabian gesagt, ich habe da so eine Idee, ich muss das aber erstmal Jörn schon beibringen, dass wir das dann doch vielleicht mal in Angriff nehmen. Er hat mich dann zum Essen eingeladen, eine Kerze angemacht, ja, ruhige Musik aufgelegt. Und ihm gesagt, wir machen's doch. Irgendwann hat Björn mir mal von dieser ganzen Super Mario Bros. Split Joy-Con Idee erzählt. Und erst haben sie ja die Örns versucht, beim guten Örntag. Also, ich finde den Namen übrigens großartig. Örntag. Dann haben Jörn und ich einfach mal versucht, Split Joy-Con Super Mario zu spielen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, wir machen die erste Welt und gucken mal, wie das so ist. Ich möchte vielleicht eine Sache noch klarstellen. Das heißt, ich finde Mario nicht kacke oder so. Ich bin einfach kacke in Mario. Ach Quatsch, du kriegst das schon hin. Es klappte erstaunlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich habe gedacht, dass es viel schwieriger würde. Ich dachte, dass wir nicht mal durch die erste Stage durchkommen. Also das hatte ich nicht. Ich war da sehr optimistisch. Ich habe wirklich gedacht, dass das klappt richtig, richtig gut. Ey Leute, du musst springen. Ja, ich bin doch gesprungen. Ja, jetzt meine ich. Oh Gott.
Gott. Es klappte jetzt nicht so enorm gut, aber es hat geklappt. Es hat geklappt, es hat so geklappt, so sehr geklappt, dass ich dann doch wieder euphorischer wurde und mir dachte, komm, jetzt schaffen wir es doch, das ganze Spiel durchzuzocken. Dann wir, aber damit mit wir meinte er nicht uns beide. Aber auch hier muss ich wieder sagen, bin ich positiv überrascht von Jörn. Denn mittlerweile habe ich ihn genug in Jump'n'Runs gesehen, um so ein bisschen sein ganzes Mindset zu beurteilen und wie er an die Sache rangeht. Und durch die erste Welt zu kommen, ist eine respektable Leistung. Ja. Aber das geht halt auch mit 8. Auf alle Fälle haben Fabian und ich uns dann nochmal darüber unterhalten. Und dann ist er zu uns gekommen. Und wir sind das Ganze mal angegangen. 5 Minuten später war er da. 5 Minuten später war er da. Ein Anruf und zack war er da. Er hat sich einmal hierher gebeamt. Bis dann. Ist das dein Ernst? Er ist dabei. Dann kam halt irgendwann der magische Anruf und dann bin ich halt direkt wie Captain Marvel so. Ja, und dann fing's an. Und dann hört es nicht mehr auf. Geht's los? Es geht los. Los geht's. Viel Erfolg. Bei Dings auf der Switch ist es am besten, wenn du mit X schnell läufst und A als Sprung nimmst, dann hast du die direkt so untereinander. Jo. Okay, warte. Jo, jetzt erstmal, ich bring den kaputt. So. Jawoll. Und. Alles klar. Jo. Und. Oh Mann, ja, ich später eingefügt, dass die Pilze Gesichter haben. Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir diesen Umgewöhnungsprozess für mich selber viel langwieriger vorgestellt. Ich meine, Björn hat es schon mal gemacht und ich bin aber irgendwie direkt reingekommen. Ich glaube, Björn hat mich da aber auch gut reingearbeitet, sage ich mal, weil es hat irgendwie direkt Klick gemacht und ja, dann hörte es nicht mehr auf. Es fühlte sich sofort sehr natürlich an, als ob Fabian und ich das schon sehr, sehr häufig zusammen auf diesem Wege gespielt haben. Also wir waren so begeistert davon, von diesen ersten 4 Anfangslevels, in denen wir nicht einmal gestorben sind. Also wir haben es wirklich geschafft, in einem durchzuziehen und sofort am Bowser vorbeizukommen. Und dann Alter, ey. First try. Die Regeln, die wir uns gesetzt haben, sind, dass wir nach jeder abgeschlossenen Welt, also nach jedem 4. Level, wenn wir es geschafft haben, einmal speichern. Und gerade das gefällt mir. Wollen wir jetzt hier zwischenspeichern? Ja. Okay. Ach ja, okay. Ja, geht er hoch. Ja, so. Und rennen nach rechts auf die Blöcke. Oh mein Gott, wieso kommen wir so gut durch? Ich meine, ich kann mir das selber nicht erklären, außer dass wir einfach bestimmt waren, das zu machen. Egal. Also wenn Mario sich duckt, sieht er aus, als ob er eine riesen Ladung in seine Latzhose reinpfeffern würde. Hau rein. Okay. Oh, ey. Mach mal einen neuen Speicherplatz. Mach mal 3 hier. Okay. Boah, mir schwindelig, ey. Wenn wir noch mal kurz wieder vorweggreifen, die 4. Welt, das erste Lakito-Level, ich renne einfach nur durch und Fabian springt. Der springt über die Piranha-Pflanzen. So millimetergenau, obwohl die draußen sind. Zum einen bin ich auf diese Sprünge tatsächlich auch ein bisschen stolz. Zum anderen muss ich sagen, ich zittere bei jedem einzelnen Sprung immer noch mit. Und jetzt ganz unten. Versuch's mal unten. Ja, ich glaube, wir haben das Labyrinth gelöst, ja. Okay. Durch? Go. Ui. Bam! Bam! Ah, Gott, ey. Jetzt kommt noch die 5. Welt. Was kann schief gehen? Die
haben wir auch noch relativ schnell geschafft. Also das Fantastische daran war schon nicht nur die Chemie, die Fabian und ich darin hatten, auch der Skill von Fabian, was die Sprünge angeht. Unglaublich. Ja, dann haben wir die sechste Welt begonnen. Und dann kam alles anders, als man dachte. Kein Problem. Scheiße. Okay. Jetzt muss uns. Ach, halt, nee. Du hast jetzt gesagt. Da kamen die ersten Zweifel bei mir auf. Und dann, ich habe auch die ersten Tränen gesehen. Also es ist wirklich vorgekommen, dass ich da dann schon mal zu Fabian sagte, du, vielleicht ist es besser für die Konzentration, wir machen heute mal einen Break und spielen das am nächsten Tag weiter. Morgen weitermachen. Konzentration. Nur die Harten kommen in den Garten. Und deswegen habe ich gesagt, Jungs, wir machen weiter. Wir schaffen das. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben es im nächsten Versuch geschafft. Ja. Ah. Boah, war das knapp. Okay. So. Wir müssen auf den Ohren. Ja. Jetzt. So, und diesmal lass mal Bowser machen mit seinen Hämmern. Wir warten den ersten Sprung ab. Bam! Bam, Alter! So. Als das klappte, war das auf jeden Fall erstmal das Größte. Und das hat richtig, richtig wieder hochgepusht, dass wir das schaffen können. Die Problematik war jetzt nur, wir sind in Welt 7 angekommen und haben nur ein einziges Leben. Und jetzt war es so, dass man sich mit Wonne an 2 Stunden Versuche 6-3 erinnert hat, weil jetzt kommt Welt 7 mit einem Leben. Mit einem einzigen Leben. Ja. Ja, war Welt 6-3 schlimm? War Level 7-3 der absolute Horror? Ja gut, ab Welt 7 hatte ich dann auch nicht mehr den größten Bock. Also, wie soll man es sagen, es war schon grenzwertig. Hängt es ja immer von ab, wie du an das Ding unten dran springst. Ja? Das ist auch nur bei Mario Bros. 3 so. Scheiße. Das ist nur bei 3 so. Bei World ist das schon auch nicht mehr. Dann geht er auch mal nach rechts raus. Egal. Nehmen wir. Was? Oh. Was war das denn? Kacke. So. Die Fische sind auch so unberechenbar, die Cheeps. Egal, renn. Jetzt durch. Bis zum Item. Fuck. Wissenhaft. Wie Jörn gerade schon eingangs sagte, wenn man dachte, dass Welt 6 hart war, Welt 7 hat uns wirklich fast gekillt. Das war so schlimm. Also wir haben alleine an Aufnahmematerial, weiß nicht, fast 3 Stunden Welt 7 aufgenommen. Das war ultra lang und wirklich super lang gewesen. Obwohl ich nur daneben gesessen habe und Quatsch geredet habe und dabei saß, war es für mich irgendwann so, dass mich die Ausdauer langsam verließ. Ja, soll ich sagen? Ja. Mich verließ die Konzentration. Ja, ich war immer angespannter dabei und wollte das ja unbedingt schaffen. Ich möchte damit nur sagen, wie extrem diese Situation war, gerade dann für euch beide als Spiel, ne? Dass sogar ich, der nur dabei saß und mir dachte, boah, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Jetzt müsste doch eigentlich dieser Punkt erreicht sein, wo man schafft, plötzlich kommt doch wieder irgendeine unvorhergesehene Sache, die an den Tod reißt. Ja, also es war ein Nervenspiel. Dann hat man es tatsächlich mal geschafft und ist in Welt 7-4 gelandet oder in Level 7-4. Und Level 7-4 hat ganz zu Beginn 2 Plattformen, die, wenn Mario draufkommt, wie ein Stein runterfallen. Ja, gut, jetzt ist es interessant. Okay. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch uns Zeit lassen. Das Durchlaufen wird hart. So, und los. Nein, nein, das gibt's doch nicht. Nein. Jetzt kommt er nicht ein zweites Mal. So, jetzt. Hä, nein, es geht nicht, wenn du rennst. Ich kann den Sprung nicht mehr bekommen. Es geht nicht. Also muss ich einmal in der Luft ein bisschen abstoppen. Aber hey, man lernt immer wieder neue Sachen über Super Mario Bros. Dazu. Wenn ich schon bei Welt 6 das mal so ausgesprochen habe, hey, lass uns das vielleicht auch morgen weiterspielen oder sowas, vielleicht ist es irgendwann gut, habe ich bei Welt 7 tatsächlich gesagt, jetzt komm, wir brechen ab. Wir,
wir machen das in ein paar Wochen nochmal. Dann machen wir ab dem Punkt weiter wieder ein bisschen frischer. Solange wir uns noch an den letzten Rest, den wir an Seele übrig haben, klammern können und ihn verhindern können, dass dieser aus unseren Körpern entfleucht, lass uns hier einen Bruch machen. Ja. Aber nein. Nee. Wir nicht haben uns so dann gesagt. Fabian. Man hat jetzt wieder nur ein Leben und nur 13 Münzen. Ja. Das tut wieder richtig über, wenn ihr das schaffen solltet. Warte. Jetzt. Ja! Okay, lass den mit seinen Hämmern machen. Lass den mit seinen Hämmern machen. Wir warten auf den Sprung. Wir warten auf den Sprung. Okay. Oh mein Gott! Alter, okay. Eine Welt noch. Als Welt 7 dann absolviert war, fiel so eine gigantische Last von meinen, von Björns und sehr wahrscheinlich auch von Jörns Schultern ab, weil mein Gedankengang war, geil, nur noch eine Welt, 4 Level, das ist nicht mehr viel. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir schon geschafft haben, ein Minimum Endspurt. Und Endspurt hat dann ganz gut gepasst, weil dann kam Welt 8.1. Denn mit wie viel Leben seid ihr nochmal bei Welt 8 angekommen? Mit einem. Mit einem Leben natürlich. Aber man soll es nicht glauben. Also auch wenn es nur ein Leben war in Welt 8, war ich viel, viel euphorischer als in Welt 7. Welt 8 war durchaus ein Struggle, aber wir hatten das Ziel vor den Augen und wir hatten Feuer in unserem Herzen. Und wir haben es dann tatsächlich auch geschafft, durch die Welt durchzukommen und mit mehr als einem Leben in das Bowser-Level anzukommen. Und dazu waren wir groß und hatten Feuer. Welt 8.4, wir hatten die Feuerblume, quasi ein Freilos, das man schafft. Und wir schaffen es tatsächlich, bis in die letzte Röhre reinzukommen, also die Cheep Cheeps, überleben wir, haben noch die Feuerblume, kommen in die letzte Röhre rein, müssen nur noch diesen kleinen Schwimmabschnitt machen, schwimmen los und das, was bisher vorher gut geklappt hat, mit diesem rotierenden Feuerblatt. Das sind die Flammen, das sind wir. Diu, diu, diu. Man kann es auch wirklich sehen an unseren Gesichtern. Alles, es fällt uns alles aus dem Gesicht, als das passiert. Wirklich alles. Es ist auf einmal Totenstille in dem Raum. Fuck, Alter. Egal. Wäre der da durchgegangen? Ich hab's nicht. Egal, wir sind kurz vor Schluss. Und dann waren wir vorm Hammerbruder. Schon der Hammerbruder springt nach oben und ich bin einfach nur noch gerannt. Ich bin einfach nur gerannt und hab nicht gestoppt. Und Fabian hat perfekt reagiert. Der eine rennt, der andere springt. Ja. So, warte. Einmal, wenn er aufgehört hat zu werfen, gehe ich hin. Jetzt los. Ja, und jetzt, pass auf, nach vorne. Runter durch, runter durch, runter durch. Boah, ja! Ja, Mann!